Ich heiße Sie hier willkommen in einem der Sitzungssäle im Deutschen Bundestag oder wie das hier genannt wird, Ausschusssäle. Hier treffen sich die Abgeordneten aller Parteien. 22 dieser Säle gibt es hier, weil es 22 Ausschüsse gibt zu verschiedenen Themen. Und jeder von den Abgeordneten ist von seinen Parteien in ein, zwei oder drei dieser Ausschüsse geschickt worden, um bestimmte Themen besonders zu bearbeiten. Und was passiert hier dann in diesen Sälen? Dort wird dann, in meinem Fall im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Ausschuss für Menschenrechte, wird dann diskutiert die Themen, die in diese Richtung gehören. Beispiele dafür sind Rente, Fragen rund um die Arbeitsagentur, Fragen um Hartz IV. Und da habe ich nur als Beispiel, das sind Unterlagen für meine nächste Ausschusssitzung, verschiedenste Themen, Gesetzesvorschläge von Opposition und Regierungsfraktionen. In der Vorbereitung auf die Hartz-IV-Gesetze bekamen wir dann unter anderem diesen Stapel zugeschickt, der nur einen Tagesordnungspunkt betraf, und das war die Berechnung der Hartz-IV-Sätze. Sehr herausfordernd. Das, was dann hier erarbeitet wurde, wird im Deutschen Bundestag im Plenum dann diskutiert, und wir vertreten diese Meinung dann auch vor Ihnen als Bürger, meistens dann auch in den Nachrichten oder im Fernsehen zu verfolgen. In den Ausschüssen aber, da passiert die Vorarbeit. Da lernen wir einander kennen, da kennen wir dann unsere Schwerpunkte und kämpfen dafür, dass das Beste letztlich für Sie als Bürger dabei rauskommt.